Weil es beim letzten Mal so schön war und wir so ein emotionales Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim bzw. Sinsheim hatten, machen wir doch diese Folge einfach direkt weiter und zwar mit Darmstadt. Und damit herzlich willkommen hier beim Karrieremodus EAFC 24. Du, ich, Gintonics, alle dabei, wir sind am Start. Wir halten die Klasse hier mit Hansa, okay? Das kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir hin. Herzlich willkommen, schön, dass du mit am Start bist. Wir legen direkt los. Wir schnacken gar nicht weiter rum. Ich bin heiß, Leute. Ich bin so heiß. Ich habe Bock auf Darmstadt. Wir gehen da jetzt rein, auf jeden Fall. Wir haben hier ein Transferangebot von... für Nunez. Von Nunez. Ist auch gut. Wir haben, also er will sich selber kaufen, ne? Ihr versteht, was ich meine. Ja, ist klar. Okay, Livingston ist daran interessiert, Rafael Nunez zu kaufen für 470.000. Da gucken wir doch mal ganz kurz. Das ist dieser junge Herr hier. Der ist doch 500.000 wert. Wieso denn nur 470.000? Was ist denn bei euch los? Habt ihr... keinen Bock oder was? Also unfassbar. Komm, da muss mehr kommen. Hallo Boss, ich wollte mich nur bedanken. Mein Gespräch mit ihm war natürlich auch ein Risiko, aber sie haben mir zugehört. Jetzt ist wieder alles im Lot. Das ist schön. Der Neumann, du, der kommt auch immer an und sagt immer, hier, Chef, ich habe Angst. So, wir haben neue Abschlussberichte. Emil Holm. Ja. 25, 78, 1, 91. Richtig krasses Tempo. Was ist denn mit dem los? Der ist ja absolut krank. Ausdauer auch 88. Der ist ja absolut krank. Der braucht doch eine Schwäche. Flanken sind halt nicht so gut, ne? Also, Flanken sind okay. Der kurze Pass, ja doch. Aber eigentlich ist der strong. Emil Holm, strong. Vor allem auch Schwede, ne? Super nice. Dann haben wir hier Brandon Soppi. 77er, auch stark, ne? Stark, 90. Ausdauer auch gut mit 79. Ich finde, das ist auch das Wichtigste, ne? Dass wir auf den Außenbahnen, also bei den Außenverteidigern, die tatsächlich so das Wichtigste in unserem Spielsystem sind, dass sie natürlich ordentlich Ausdauer haben, weil die laufen da natürlich hin und her, ne? Dann haben wir hier Jeremy, den haben wir noch gescoutet. Ich glaube, das war ein Talent. 21 mit einer 70. Boah, das ist eigentlich... Boah, ich bin ehrlich, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich... Das ist eigentlich schon zu viel. Zu viel des Guten. So, Nelson Viper. Ja, das ist natürlich absolut kranker Spieler, ne? Das ist richtig krasses Talent. Den hätte ich gerne. 77, 21 ist der erst. 1,91 groß. Trotzdem relativ schnell... Stärke geht so. Das ist so ein bisschen Spargel ist das, ne? Elfmeter auch nicht so gut. Kopfballpräzision, aber Abschluss top. Ja, der wäre natürlich auf jeden Fall eine enorme Verstärkung. So, dann haben wir hier den Ben Doak. 20 ist der erst. Rechter Flügelspieler. Frage ist, kann man den auch als RAV zum Beispiel umformen? Hat aber keine Ausdauer, ne? Das ist echt nicht gut. Das ist nicht so gut. Das gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt. Ich behalte ihn mal drauf, aber das gefällt mir nicht so. So, Caboret. 80. Boah. Boah, guckt euch das mal an. Auch super strong. Der hat auch ein bisschen Ruhe. Das ist auch cool. Reaktion 80. 76er Stärke. Also ist auch ein bisschen bullig unterwegs. Kann auch richtig gut dribbeln. Alter, Grätsche auch. Super insane. Kurzer Pass, Flanken. Sieht alles... Tippo-Toppo aus, ey. Ohne Bälle kann er gar nicht. 11,32 Meter, Freischusspräzision 35. So, Jaden Bogle. Nenn ihn mal Bogle. Auch stark. Auch eine gute Ausdauer. Auch trotzdem schnell. Dribbling gut. Rätsche gut. Wäre Zweikämpfe gut. Flanken okay. Kurze Pässe okay. Ja, aber sonst richtig solide Sachen hier. Oh, dann haben wir hier Andoni Navarro von Craiova. Machen die ein Angebot. Da werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen höher gehen. Ja, 3,6 ist schon ein bisschen sehr doll, ne? Machen wir mal 3,2. Aber die sollen auch schon so ein bisschen was bezahlen für unsere Jugendspieler, ne? So ist ja nicht. So, jetzt kommt hier auf jeden Fall Stillstand. Rafael Nunez. Nee, okay, die haben keine Bereitschaft mehr. So, Jorge Reyes.
1,2 Millionen. Machen wir mal auf 2. Da kommen jetzt auf jeden Fall mal so ein paar schöne Angebote. Das ist doch nice. 1,6 geben die. Da gehen wir doch jetzt nochmal auf 2 hoch, oder was? Da gehen wir doch jetzt nochmal auf 2 hoch, oder was? Komm, nimm das an. Nice, 2 Millionen wollen sie haben. Sehr schön, 2 Millionen für einen jungen Spieler. Das hört der Gin doch gerne. Sehr schön. Weiter geht's und ich muss mich mal muten, weil ich husten muss. Und niesen auch noch. Sorry, da hatte ich... komplett Eskalation hier bei mir. Gut. Ich doch sagen, gehen wir mal rein jetzt hier. Gegen Darmstadt, das wird auch spannend. Hornby spielt hier tatsächlich noch. Nürnberger auch noch. Karic, Isherwood, Clara, Ronstadt. Ja, die kennt man ja alle. Obwohl Clara, war da nicht bei Düsseldorf? Behrens. Okay, viel auf der Bank, woran wir eigentlich interessiert sind. Spannend. Bialek und Aklishiu. Haben wir ja Interesse dran, aber nö, wollen sie nicht. In Standard spielen sie, haben keinen wirklichen Schlüsselspieler. Okay. Würde ich doch mal sagen, da wollen wir doch auf jeden Fall rein, meine Freunde. So, Sanchez spielt jetzt mal von Anfang an hier hinten. Und dafür kommt hier vorne der Lichtes herein. Der Keitel. Ja, wir könnten mal. Wartet mal. Den könnten wir mal reinschmeißen in den wilden Mix. Ein Bender. Ein Schuhmacher. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht so. Der Keitel ist halt voll gut in Form, ne? Der Sadilek hat es aber auch gut gemacht beim letzten Mal. Ich würde sagen, Sadilek rotiert mal raus. Keitel hier nach vorne. Stamenic dann links. Der bleibt ein bisschen defensiver, weil ich habe das Gefühl, der Keitel, der ist irgendwie... Der ist irgendwie besser offensiver. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber irgendwie... Ihr wisst, was ich meine, ne? Liescht ist auf jeden Fall wieder dabei. Gut, dann würde ich doch mal sagen, es ist angerichtet, Leute. Hansa Rostock gegen Darmstadt. Ostseestadion, 11. April 2026. Es ist bewölkt. Es regnet diesmal nicht, aber dann fängt es bestimmt bald an zu regnen. Schiedsrichterin ist wieder Franziska Hummelberg. 18.30 Uhr. Let's go. Viel Spaß. Bis gleich zum Anstoß. Da war der Münzwurf. Shake Hands bzw. Fistbump. Let's go, Ostseestadion. Jetzt Hexenkessel, Leute. Wir brauchen die Fans. Wir brauchen die Fans. Anschluss Darmstadt, come on. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen. Wir haben Bock, Leute. Wir haben richtig, richtig Bock. Oh, Keitel. Keitel ist so strong, ne? Keitel ist so strong. Oh, oh. Perez hält. Oh mein Gott, kommt der Pantea noch an? Nein. Eieiei, erste Chance Darmstadt. Vierte Minute. Perez aber auf dem Posten. Das ist gut. Das ist gut. So wollen wir das natürlich. Oh, Perez, ey. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Oh, oh. Ey! Meine Güte. Das ist auch... manchmal so eine Sache, ne? Oh. Okay, okay, okay. Nürnberger instant wieder erholt da. Sehr spannend. Das war nicht gut von Novoa. Der Pass war ja eine absolute Katastrophe. Der war ja eine Katastrophe. Oh, Duck. Duck, come on. Duck.
Duck, 1 zu 0. Duck ist einfach wirklich unsere Lebensversicherung. Es ist so unfassbar wichtig, Leute. Er schnappt sich hier einfach den Ball. Was für eine individuelle Leistung. Dieser Typ ist so eine Lebensversicherung. Das gibt's doch gar nicht. Er schnappt sich da einfach den Ball, zieht dann einfach an den Spielern vorbei, an Freund und Feind und vollendet zum 1 zu 0. Für Hansa Rostock. Das hat sich natürlich Darmstadt anders vorgestellt, nach dem Start. Weil die erste Torchance kam natürlich von Darmstadt. Leute. 16 Tore. Zeig mir mal einen Abstiegskandidaten, der einen 16-Tore-Mann hat. Ich meine, hatten wir tatsächlich vor 2 Jahren ja mit Verhoek auch. Quasi. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore hat Verhoek gemacht. Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht mehr, aber das war... Waren das nicht 15, 14, 17? Weiß es nicht. Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. So. Karic mit dem Einwurf hier, Hornby. Schön geblockt tatsächlich. Was war das? Oh, Freistoß, um Gottes Willen. Ey, Sanchez hier fast mit dem Elfmeter, oder was? Neumann klärt hier, sehr gut. Sanchez, come on. Stamenic, nee, ist Nouveau, ist Quatsch. Ah nein, aha, wenn der durchkommt, der auf den Duck, ne? Das wäre so wichtig gewesen. Oh Gott, oh Gott. Und da steht es 1 zu 1. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind dann da auch hinten offen einfach, ne? Tavares mit dem 1 zu 1. Wir müssen da wirklich ein bisschen mehr Sicherheit reinkriegen. Unfassbar. So schade, ey. Nouveau, Lichtes. Ruben Sanchez. Sanchez zieht vorbei. Was war das für eine Flanke? Um Gottes Willen. Kurtulus holt sich hier den Ball. Oh, da kommt Darmstadt wieder. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die uns hier komplett die Butter vom Brot nehmen. Sanchez. Flanke auf Nouveau. Und Nouveau köpft rüber. Ja, wir haben halt vorne keine kopfballstarken Spieler mehr, ne? So, weiter geht's. Come on, Kopfball. Sehr gut gewonnen gegen Hornby. Wie steht's? Keitel auf Duck. Duck wollte gerade schießen. Nicht geklappt. Stamenic, strong. Nein! Sanchez. Oh Mann! Die Franziska Hummelberg, die kann doch auch mal sagen, ey, komm, habt euch nicht so, Darmstädter. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Immer liegt da einer. Ach, scheiße, da haben wir gerade Kreis gedrückt. Das war unsere Schuld. Hätten wir mehr draus machen können. Come on, nimm den Ball ab jetzt. Ball abnehmen, komm. Kommt, Leute. Dranbleiben. Sehr schön. So, nach vorne. Leider steht gerade keiner vorne. Das ist richtig ärgerlich. Eieieiei, Leute. Da muss einfach mehr kommen von uns, ne? Keitel. Sieht hier schön Sanchez. Come on. Ruben Sanchez. Come on. Ruben Sanchez mit der Flanke auf Nouveau. Aber der kommt dann natürlich nicht ran. Zu klein. Stark. Schlecht. Nach einer starken Aktion kommt dann auch wieder eine schlechte. Hallo? Oh, Listisch. Gut. Gut gemacht.
Gut gemacht, leash this, come on. Lauf. Der ist nicht so schnell. Wie kann das denn sein, dass da Isherwood schneller ist? Aber da kommt Keitel. Duck. Oh, sag mal. Stamenic. Geht nochmal ab. Hier wieder Aufbau, Panthea. Ach, Mensch, ey. Ja, da habe ich gerade auch überhaupt nicht geachtet. Hätte ich gerade nicht nach hinten spielen sollen. Das war dumm von mir. 1:1 zur Halbzeit. Oh, Leute. Das macht mich alles so fertig, ne? Das macht mich alles so fertig, Leute. Okay, let's go. Panthea. Nouveau. Stamenic. Wie ist das? Verdammt, ey. Da ist dann immer gerade noch so ein Fuß dazwischen, ne? Das kann nicht wahr sein. Haben wir. Neumann, gut aufgepasst. Panthea auf Stamenic. Stamenic sieht da Keitel. Keitel, come on. Nein! Oh mein Gott! Oh Mann, das war so gut gemacht. Das war so gut gemacht. Und dann kommt da der Ball nicht durch. Sehr gut, Stamenic, come on. Duck. Duck. Duck ist durch, come on. Sehr schön. Duck macht ihn 2:1. Duck. Oh, Duck, du geile Sau, ey. Es ist wieder Druck mit Duck, Leute. Ich fass es nicht. Druck mit Duck, es läuft bei uns. FCH. Nice, ey, es ist so nice. Sehr schön. 2:1 für den FC Hansa Rostock. Wichtig. Wichtig, 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 Leute. Wieso wird denn da gepfiffen? Ich hab grad das Tor gemacht. Keitel. Keitel, du. Keitel ist echt ein geiler Spieler, ey. Das muss man wirklich sagen. Gefällt mir so gut. Aber jetzt ein bisschen aufpassen, Leute. Und ich glaube, ich hole gleich für den Linus Gechter, bringen wir gleich den, den Siebert. So, Sanchez, come on. Oh, da ist keiner. Keitel. Kopfball. Nouveau. Ach, Mensch. Hätte den nicht mit dem Fuß einfach direkt nehmen können. Verdammt. So, für Linus Gechter kommt jetzt auf jeden Fall der Siebert. Dann Sadilek kommt für Stamenic. Genau, und ich würde sagen, Daya kommt jetzt für Duck. Duck, der macht so viel für uns da. So, erstmal einmal kurz husten. So, und weiter geht's. Da haben wir gerade die Franziska Hummelberg gesehen, die Schiedsrichterin. Macht eigentlich eine gute Partie. Auch wenn sie mal gerne den Darmstädtern, wenn die mal hinfallen, mal gerne die Bühne gibt, ne? So, Leute, jetzt aufpassen hier. Keitel ackert und ackert und ackert. Sehr schön, Nouveau. Und da gibt sie schon wieder denn die Bühne. Das gibt's doch gar nicht. Lass sie doch mal in Ruhe da. Mann. Den hat Perez. Sehr schön, den hat Perez. Perez lässt sich hier so ein bisschen Zeit. Lässt sich nicht hetzen. Sadilek. Wie steht es? Das war ein Scheißschuss. Ach Mann, da hätte ich einen Powerschuss auspacken müssen. Tigerschuss von hier. Stimmt, kennt ihr noch Tsubasa? Captain Tsubasa? Das war gut. Mit Wakabayashi und wie hieß denn der nochmal? Hyuga? Der den Tigerschuss konnte?
Oh, Perez, sehr gut. Ich weiß es nicht mehr. Wer konnte denn nochmal den Tigerschuss? War das Hyuga oder so? War das hin? Leider weiß ich das nicht mehr. So. Kudulus treibt hier den Ball nach vorne. Auf Dyer. Vistes auf Pantea. Pantea setzt sich hier durch. Sehr schön. Pass. Oh mein Gott. Das wäre es ja gewesen, Leute. Nouveau. Oh, schade. Schade, schade, schade. So, Schiri, wir wollen nochmal wechseln. Wir wollen nochmal wechseln. Nick Keitel bleibt. Aber wer kommen wird, ist mal wieder Maulida. Und Amsa kommt jetzt. So machen wir es. So machen wir es. So, und jetzt noch die letzten Minuten Konzentration. Come on. Come on, Leute. Das müssen wir jetzt kriegen. Den Zahn müssen wir jetzt ziehen. Bleibt dran. Karic setzt sich hier durch. Sehr schön gemacht von Sanchez. Richtig gut. Nein, der... Ach, scheiße. Wäre auch eh abseits gewesen. Das war ja wohl sowas von abseits. Oh. Siebert. Das ist schon wieder... Das gibt's doch gar nicht. Kann sie mal bitte die Darmstädter in Ruhe lassen? Mann, ey. Die kriegen ja alles. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, Leute. So, jetzt müssen wir das ja einfach nur noch runterspielen hier eigentlich. Komm, nichts mehr anbrennen lassen, Leute. Abgezockt jetzt hier runterspielen. Genau, machen wir mal hier ein bisschen Zeitspiel. Ich weiß, eigentlich finde ich Zeitspiel immer zum Kotzen, aber... Leute, machen ja eh eigentlich alle immer, ne? Oh mein Gott! Da hätte ich gerade doch ein bisschen doller passen sollen. Dann wäre der, glaube ich, zu Dyer durchgekommen. Aber wir gewinnen 2-1 gegen Darmstadt. Das ist so wichtig, Leute. Das ist so wichtig. Lasst euch feiern. Lasst euch feiern, Jungs. Lasst euch feiern. Auf zu den Interviews. Nach dem Spiel. Heidewitzka, ich kann nicht mehr. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns. Duck hat 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ja, Duck, ne? Druck mit Duck, sagen wir bei uns im Team immer. Und er ist einfach der Hammer. Unsere Lebensversicherung aktuell. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir haben dran geglaubt. Wir haben einfach an den Sieg geglaubt. Wir wollten das Ding hier unbedingt ziehen. Wir wollten quasi die 6 Punkte holen. Und ganz kurz und knapp, wir waren einfach das bessere Team. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten Sie vor dem Spiel dieser beiden so ausgeglichenen Teams Zweifel, dass es einen Sieg geben würde? Naja, man darf keine Zweifel haben hier in diesem Sport. Ich glaube an mein Team. Ich habe dem Team vertraut und sie haben es zurückgezahlt. Danke, dass ja, Sie vielen Dank für die Fragen. Weiter geht's, Leute. Oh mein Gott, wir gucken mal auf die Tabelle. Wir sind 12. Leute, wir sind 12. Ah, und Köln hat auch noch ein Spiel, ne? Oh Mann, Mann, ey. Aber der direkte Abstiegsplatz ist jetzt auf jeden Fall 6 Punkte weg. 6 Punkte weg, Leute. Das ist gut. Das ist gut, Leute. Ich muss öfter spielen. Du gehörst weiter zum Team natürlich. Ja, er will natürlich öfter spielen. Kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Transferangebot für Karlsson. Ui. 1,7. Ja.
Ja, drei kann man schon fordern, oder? Drei kann man schon fordern. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Jugendspieler. Auch wenn er sehr, sehr viel Talent hat, I know, aber trotzdem. So, Scout-Abschlussbericht. Wir haben hier Kevin Paredes. Stimmt, die wollten wir ja nochmal aktualisieren. Damit wir die wieder haben, alle mit einem Fragezeichen. Das werde ich auf jeden Fall vor der nächsten Folge auch angehen. Da schaue ich nochmal und damit ich dann auch alle gescoutet habe, die wir da noch offen haben. Kevin Paredes haben wir auf jeden Fall jetzt wieder. Paul Warner oder Paul Wanner. Entschuldigung, Wanner natürlich. 20, nur eine 74. Ja, der spielt bei Startrennen nicht, ne? Der spielt da, glaube ich, nicht so. Jordan James, eine 68. Oh, der ist uns leider zu schlecht, sorry. Und Wunschliste streichen, der muss runter. Und Malik Fofana, eine 76, auch strong hier. Junge, Junge, Junge. Och, super schnell, ne? Super schnell. Gut, dann machen wir mal weiter. Hier, Milo Weber verlässt uns. Tatsächlich für 2 Millionen, das ist ein richtig, richtig guter Preis. Das ist auch der beste Deal, den wir hätten machen können. Stark. Stark, Leute. Richtig stark. Oh, jetzt hier kommen noch weitere Scouting-Berichte. Die gucken wir uns auch nochmal an. Max Finkgräve. Mann, ich dachte, der wäre besser, weil der performt ja gerade im echten Leben auch richtig gut bei Köln. Verdammt, verdammt, verdammt. Nee, der ist natürlich zu schlecht. Amorichu van Axel Dongen. 21,75. Linker Flügel. Bringt uns jetzt in unserem derzeitigen System natürlich nicht so viel. Sonst sehr spannend. Sascha Vogt auch nochmal eigentlich spannend immer wieder, ne? Der kann auch gute Freistöße schießen. Oh Mann. Holen wir den zurück? Okay. Dann Zagadou, mein 26 erst, 79, auch superklasse strong, ne? Für Phil Neumann, oh, Stärke 92, ey, Wahnsinn. Das ist halt ein richtiger Bulle, ey, hammermäßig. Kopfballpräzision 87. Aber Ballkontrolle schlecht. Kurze Pässe, wo sind die? Doch, kurze Pässe gehen. Lange Pässe, wo sind die? Gehen auch. Also für Ballbesitz, Fußball ist er auf jeden Fall zu haben. Also Zagadou, richtig spannende Personalie. Dann haben wir hier Jan Thielmann. Ja, der ist halt auch strong, ne? Den würde ich fast sogar als Stürmer nehmen. 75er Sprungkraft, Ausdauer auch gut, ne? 87er, so ein voll der Dauerbrenner. Abschluss, ja, das geht so. Ist alles solide, ne? 11,74 Meter, ja, es ist solide. Joscha Wagnermann, das wäre auch so ein richtig schöner Spieler, ne, für rechter Außenverteidiger. Dribbling, der kann gut dribbeln, der ist groß, der kann eigentlich alles, hat auch eine gute Ausdauer, ist schnell. Richtig gut. Angelo Stiller. Ja, auch Traum von Spieler, würde ich natürlich als ZDM wahrscheinlich umformen. Ausdauer 87 auch super krass. Freistoßpräzision, Freistöße kann er schießen. Kann die Bälle verteilen. Eine gute Schusskraft hat er. Schön ein paar Schüsse aus der zweiten Reihe, die wir ja eh nie machen. Aber ich glaube, es wird gerade aktuell ein bisschen besser, würde ich sagen. Luca Netz natürlich auch. Ein Träumchen. Echtes Träumchen. Guckt euch den mal an. Aber Ausdauer nicht gut. Scheiße, das ist kein Außenverteidiger. Ah, Mann. Der passt aktuell nicht ins System. Verdammt. Gute Freischusspräzision auch trotzdem mit einer 70. Was sonst? Hier ein Torwart, Ersin Bestanoglu. Hat auf jeden Fall ein besseres Stellungsspiel als der Perez. 77. Bartosz Bialek, 75. Ja, durchwachsen, ne? Durchwachsen. Ausdauer nicht gut. Ballkontrolle, der kann. Also das ist ein guter Zielspieler tatsächlich. Der steht da vorne drin, der kann sich da behaupten. Er hat eine gute Stärke, 84. Das ist ein Zielspieler. So, das ist so ein Elfer-Hook. Elfmeter nicht gut. Mann. Genau, Sascha Vogt haben wir nochmal gescoutet. 77 hat er mittlerweile. Noah Katterbach.
wirklich auch immer noch sehr, sehr gut. Der ist ja gerade gewechselt. Wo ist der nochmal hingewechselt? Weiß gerade gar nicht. In die zweite doch auch, oder? Ist der nicht verliehen worden jetzt in der Winterpause? Genau, Arthur haben wir jetzt nochmal fertig gescoutet. Den Collins, da haben wir jetzt den Bericht. Krass, der spielt Startelf bei Hoffenheim und hat nur eine 71? Ah, krasses Sprinttempo, ne? Junge, 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 Junge. Und Weber wurde verkauft für 2 Millionen. Genau, die Nachricht haben wir schon bekommen. Oh, Transferangebot für Simon, Kevin Simon. 380. Das ist ein bisschen zu doll, war. 600 vielleicht. Probieren wir mal, was so die Herren sagen. Ja, und aktuell schaffen wir tatsächlich immer nur ein Spiel. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Aber das sind halt jetzt gerade so wichtige Spiele und die will ich natürlich auch unbedingt spielen. So, der sieht auch strong aus. Paul Nebel. Wirklich, ja, guckt euch das mal an. Der Paul Nebel ist auch krass. Eine 90er Ausdauer. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Kranker Spieler. An der Kovil. Oh, der ist zu schlecht. Der ist zu schlecht. Der muss runter von der Liste. Und der Vargas 73. Der ist auch nicht so gut. Nee. Der ist auch schon dann zu alt. Der kommt, also klar, der kann sich noch weiterentwickeln, aber das Potenzial ist so, hängt viel für uns ab. Er will die Position von Gechter. Das entscheide ich. Ey, sorry. Klar, er wird dadurch unglücklich, aber das entscheiden wir natürlich. Ja, wie gesagt, sorry, dass wir aktuell immer nur ein Spiel spielen, aber ich glaube, das ist im Interesse von uns allen, dass wir da jetzt die 6-Punkte-Spiele spielen. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Bei den nächsten Spielen, da können wir auf jeden Fall mal wieder auch was simulieren dazwischen. Und dann, ihr seht schon, dann ist auch schon vorbei. Deswegen schreibt unbedingt jetzt schon in die Kommentare, wen wir verpflichten sollen in der Sommerpause. Aus diesem Grund tatsächlich zeige ich euch auch immer diese ganzen Scouting-Geschichten, damit ihr direkt sagen könnt, oh, den finde ich gut, der hat irgendwie schöne Stats. Jin, schau doch mal hier, der passt doch für das System und so. Ich mag das auch so, dieses Theory-Crafting, so heißt das ja so schön. Also echt, ballert die Kommentare voll, sagt mir, wen ich verpflichten soll, welche Empfehlung ihr habt, dann können wir die jetzt noch zum Ende in scouten. Und ja, wir haben noch 6 Spiele, Leute. 6 Spiele haben wir noch. Und das gegen Stuttgart nächstes Mal werden wir auf jeden Fall auch spielen. Und danach können wir auf jeden Fall wieder ordentlich simulieren. Da kommen wir dann gut voran. Außer natürlich eben, es wird nochmal ordentlich knapp. Deswegen, wir schauen nochmal zum Ende auf die Tabelle, wie es aktuell steht. Ich weiß, haben wir gerade schon geguckt. Jetzt ist aber auf jeden Fall auch das Spiel von Köln vorbei. Köln ist jetzt rausgezogen. Wir haben jetzt tatsächlich 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und 6 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Das ist richtig gut. Wir haben noch 6 Spiele, wir haben 30 Punkte. Theoretisch brauchen wir noch 10 Punkte und wir bleiben drin. Und wie sieht es oben aus? Oben scheint Dortmund gegen Leverkusen so das so zu machen. Das Spiel Leverkusen, richtig krasse Abwehr. 25 Gegentore nur bekommen, aber schießen auch nicht so viele Tore. Dafür Dortmund 61 Tore. Krank. Krank, krank, krank. Bremen kann sich nicht da oben halten. Gladbach ganz ausgeglichen. Ja, die Tabelle ist eigentlich gesplittet. Also Gladbach da ist durch. Und alle da ab Hoffenheim, ab den 11. Platz, das ist Abstiegskampf, ne? Das wird richtig spannend, Leute. Also, seid dabei, schaltet in der nächsten Folge auf jeden Fall auch wieder mit ein. Ich freue mich auf euch und bis dahin wünsche ich euch köstliche Grüße. Bis dahin, nochmal doppelt gemoppelt, warum auch immer ich das gerade zweimal gesagt habe. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Dein Gin Tonics. Ciao.